Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur DMZ-Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. Platoons haben es ab sofort schwerer. Die Sprengung des Observatoriums legt zwei neue Eingänge frei. Die Meta-Veränderung und der Aufstieg der M13B. Die Watch-Party für den 16. September und die Verlosung von 50.000 Beta-Keys für Modern Warfare 3. Die Kooperation mit Monster Energy. Der 5. Oktober, das CodeNext-Event und Neuigkeiten zu Warzone und DMZ. Das Haunting-Event zu Halloween kehrt wieder zurück. Und einige Worte zu DMZ selbst. Mein Name ist Erik, aka Zickzerik, und ich wünsche viel Spaß mit der Wochenschau. Diesmal beginnt die Wochenshow mit einer tollen News, und zwar Platoons haben es schwerer bekommen. Und zwar ist es so, dass Platoons sich am Anfang bilden konnten, indem sie sozusagen gemeinsam auf Discord oder im Teamspeak gesessen haben, sechs Leute in Zweier-Dreier-Teams versucht haben, gemeinsam auf eine Map zu kommen oder sogar mit noch mehr Leuten. Und das Ganze erfolgt dann über einen Abgleich des Codes. Unten in der Ecke war immer ein kleiner Code zu sehen, wenn man eine Runde gestartet hat, und dann wurde der Code durchgegeben und dadurch konnten sozusagen Pre-Made-Teams gemeinsam Platoons bilden. Das ist jetzt erschwert. Dieser Code ist nämlich weg, den gibt's nicht mehr. Das heißt, Spieler sehen erst, sobald sie auf der Map sind, ob sie in einer gemeinsamen Lobby sind, was die Bildung von Grund-Platoons erstmal erschwert. Natürlich können trotzdem noch Platoons gebildet werden. Wir haben jetzt aber viel weniger Platoons. Und die Platoons, die wir sehen, sind meistens von Randoms, also komplett zusammengewürfelt, was ziemlich cool sein soll, cool ist, weil so sollte es ursprünglich ja auch sein. Nicht unerwähnt lassen möchte ich hier übrigens das neue Profi-Bundle. Das kann man momentan kaufen, und wer sowieso Codpunkte haben will, da sind 2000 Codpunkte mit drin, und ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Vor allem harmoniert das mega geil mit Polyatomar-Waffentarnungen. Sehr, sehr cool. Kommen wir zu der Veränderung von Season 5 Reloaded, und zwar ist ja jetzt das Observatorium gesprengt worden, also die Raketeneinschläge haben deutliche Auswirkungen hinterlassen auf der Map und wir haben Zugriff bekommen auf den Untergrund unter dem Observatorium. Was aber jetzt einige immer noch nicht wissen, deswegen möchte ich es hier an dieser Stelle erwähnen, ist, dass oben ein Raum freigelegt wurde, und zwar ist hier die Radarstation zu sehen, das ist dieses große Gebäude hier mit diesem kleinen Flachdach links. Und dieses Gebäude war immer versperrt, man brauchte einen Schlüssel, um zuzugreifen. Jetzt ist sozusagen die linke Seite hier komplett aufgerissen, das heißt, man kann einfach in dieses Gebäude reingehen. Und das ist momentan so die High-Loot-Area schlechthin. Da finden wir mehrere orangene Kisten, Taschen, freien Loose-Loot. Also da kriegt ihr alles, was ihr braucht, Killstreaks, Dreierwesten und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen ist das sozusagen der neue Kryptoraum, also momentan wahrscheinlich der beste Loot-Spot auf Almasra mit Abstand und komplett frei zu begehen. Für Season 5 Reloaded gab es einige Waffenveränderungen, und nachdem Season 5 Reloaded released wurde, eine Woche später, gab es nochmal Veränderungen für die Waffen, was zu einem weiteren Nerf der Kronenskroll der Nummer 1 momentan in der Warzone-Meta geführt hat. Und jetzt ist es das erste Mal wirklich, dass die Kronenskroll nicht nur in der Kategorie abgelöst wird, der Kampfgewehre, sondern also in der Waffe und in der Kategorie. Das heißt, wir haben das erste Mal Sturmgewehre sozusagen ganz, ganz oben mit dabei, und das profitiert natürlich, davon profitiert am meisten momentan die M13B, die als Nummer 1 gehandelt wird, der Waffen schlechthin momentan in Warzone, respektive in DMZ. Hier ganz kurz das Meta-Bild, wer das nicht kennen sollte, langer Lauf, 15, 14 Zoll Lauf und einmal das Tuning. Diese Waffen sind natürlich jetzt immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, also die Frage ist, Habinger lauft jetzt 20 mit Tuning, wer braucht jetzt unbedingt Meta-Waffen in der DMZ? Das Ganze ist natürlich sehr, sehr stark abgekupfert von Warzone selbst, FTAC Ripper mit Tuning. Primär geht es bei der DMZ ja darum, dass man die Waffe spielt, die einem am meisten liegt. Dennoch, wenn ihr keine genauen Ideen habt oder den Vorteil haben möchtet im PvP, dann sind das die Sachen, die man durchaus ranmachen kann. Das Krone Mini Pro oben ist übrigens nicht Meta. Da gehört normalerweise das Zielhilfen V4 drauf. Und es wird auf Entfernung getuned. Das heißt, wir gucken hier, dass wir nicht auf die Nähe gehen, sondern weil es Long-Range-Waffen sind, eben auf weites Tuning, um den Recoil zu minimieren. Und die Zuckungsresistenz wird in der Regel hier erhöht, damit die Präzision erhöht wird. So wird das Visier getuned. Am 16. September ist es soweit, also es geht jetzt los am Samstag. Ich lade euch auch herzlich ein, mit zu gucken. Und zwar machen wir an dem Tag eine Watch-Party. Wir schauen also rein in das Turnier. Link hierzu natürlich unten in der Beschreibung. Wenn ich irgendwas an Links vergessen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich das noch nachträglich hinzufügen. Und zwar ist es so, dass ihr wieder mal Belohnungen bekommt ohne Ende. Und diesmal werden halt 50.000 Beta-Keys verlöst für Modern Warfare 3. Das ist schon ziemlich krass, was man dafür tun muss. Wie immer, einfach seinen Account verlinken, entweder mit YouTube oder mit Twitch, und dann das Turnier schauen auf YouTube
oder auf Twitch. Ich werde das Ganze restreamen, also wir werden uns das gemeinsam angucken und ja, mal schauen, was die Jungs und Mädels in Warzone so treiben und ja, wie das Ganze funktioniert. Wir bekommen Tickets, was jetzt die Beta-Keys angeht, und zwar kann jeder bis zu 3 Tickets bekommen. Wir sehen hier, wenn man eine Stunde dem Turnier zuschaut, bekommen wir ein Ticket, nach 2 Stunden 2, nach 3 Stunden 3 Tickets, also die maximale Anzahl von Tickets sind 3 und diese werden dann am Folgetag sozusagen in den Lostopf geworfen und dann werden die Gewinner gezogen, 50.000 Gewinner, die dann per E-Mail benachrichtigt werden. Also guckt auch, dass ihr Zugriff habt auf eure E-Mails, wie immer super wichtig. Und dann habt ihr Zugriff auf die Beta. Super geile Aktion, finde ich, vor allem, weil das wirklich viele Keys sind. Sollte ich Keys gewinnen, werde ich natürlich auch nochmal an euch die ganzen Sachen weiter verlosen. Und zusätzlich gibt es hier noch weitere Belohnungen, XP-Token, Doppelwaffen-Token, XP-Token, eine Calling-Card, War-Tracks, dann dieses Emblem hier und 2 Blueprints sogar, die man nach 3 Stunden Watchtime, also wenn man sich das Ganze 3 Stunden anschaut, bereits bekommt. Super Belohnungen und ja, ich freue mich schon auf den 16. Eine Kooperation, die etwas untergegangen ist, habe ich das Gefühl, und zwar von Monster Energy. Die ist momentan aktiv und zwar könnt ihr Monster Energy Dosen sozusagen Codes einlösen gegen Belohnungen. Und ich zeige mal ganz kurz, das sind die normalen Clips, wie man sie kennt. Und hier auf der Rückseite, da ist dieser Code drauf, also im Deckel sozusagen, da ist der Code imprägniert. Und wenn ihr solche Teile habt, da ist zum Beispiel kein Code drauf, es geht einfach nicht. Das heißt, ihr müsst ein bisschen gucken, dass ihr die richtigen Dosen holt. Hier laut Anleitung ist es so, dass jede Dose, wo ein Monster-Symbol drauf zu sehen ist, teilnahmeberechtigt ist, dass da ein Code zu finden ist. Das ist wirklich ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Also sammelt da, falls ihr sowas trinken solltet, die Codes und einlösen könnt ihr das dann entsprechend gegen Belohnungen. Wir sehen hier einmal eine Blueprint wieder, Operator-Skins, Waffenskins, alles Mögliche, auch hier Hidden Rewards, Doppel-XP und so weiter und so fort. Das Ganze momentan aktiv. Ein noch wichtiger Termin ist für uns dann der 5. Oktober und zwar findet da das COD Next Event statt. Da wurden viele Content Creator eingeladen, um sozusagen die ersten Runden Modern Warfare 3 zu spielen. Da geht es um den Multiplayer, aber es geht auch um Warzone, also Warzone wurde angekündigt. Und deswegen hoffen wir auf News über die DMZ, was da Neues gibt. Gerüchte sagen, dass man möglicherweise auch die ersten Gameplay das erste Gameplay sieht von Zombies und vielleicht kriegen wir deswegen auch gerade wegen Kombination Zombies und DMZ weitere Informationen. Auch hier werden wir eine Watchparty machen. An dem Tag werden wir noch ein paar Giveaways raushauen, um, ja, Watchpartys, also diese Events dauern immer relativ lange. Ich glaube, wir waren letztes Mal 4-5 Stunden dran. Also deswegen werden wir ein paar Giveaways raushauen, um die Zeit ein bisschen zu versüßen, bis dann unsere Hauptmeldung kommt mit der DMZ. Das kann nämlich sich manchmal ein bisschen in die Länge ziehen. Ich freue mich aber mega drauf. Also 5. Oktober machen wir auf jeden Fall eine Watchparty und gucken uns das Ganze gemeinsam an. Dann haben wir jede Menge Leaks zum Haunting-Event, also zum Halloween-Event, dass das Haunting-Event zurückkehrt. Das hier ist die Seite von Detonated und er hat hier vieles zusammengefasst. Zum Beispiel ein Crossover mit Diablo und zwar könnte es sein, dass Lilith da ein Gegner sein könnte für das Haunt-Event in der DMZ, dass dann Lilith rumläuft. Mega krass. Genau dasselbe mit Butcher. Zuerst hat man gedacht, dass Butcher ein Operator-Skin wird. Mittlerweile scheint es sich zu bestätigen eher, dass es Bosse werden, die wir dann im Laufe dieses Events besiegen können. Dann gibt es viele neue Operator. Wir wissen von Ash, von ihr wisst schon, Tanz der Toten, Book of the Death und so weiter. Was für mich aber viel wichtiger ist, ist Spawn. Ich liebe Spawn, also ich habe das Ganze, ich bin absoluter Spawn-Fan. Und möglicherweise bekommen wir den Operator Spawn in dem Haunting-Event. Das wäre natürlich ein absolutes Highlight für mich persönlich. Dann ist Skeletor geleakt worden, dass es Skeletor von He-Man geben wird. Diesen netten Herrn hier kenne ich jetzt nicht. Alucard von Helsing, vom Helsing-Anime. Schande über mich, schlag mich nicht dafür. Auf jeden Fall scheint es loszugehen und Gerüchte sagen, dass es möglicherweise nach der Beta losgehen wird. Die Beta, Gott, lass mich mal ganz kurz gucken, ist müsste am 17. enden, am 16.10. müsste sie enden und das bedeutet, dass Season 6 Reloaded am 18.10. starten könnte, höchstwahrscheinlich wird es am 18.10. starten. Das heißt, 18.10. wäre genau das richtige Datum für Halloween, es wäre eine Zeit nach der Beta und es wäre der Start zu Reloaded, dass da das Halloween-Event startet, das Haunting-Event, also 18.10. möglicherweise ein ganz, ganz heißes Datum, dass wir da sehr, sehr viele coole Sachen kriegen, gerade in Bezug auf Halloween, dass wir vielleicht Zombies kriegen, Geister, wir werden sehen, was da alles passieren wird. Und zum Schluss noch ein, ja, sagen wir abschließendes Wort zu DMZ selbst, denn die Verschwörungstheoretiker sozusagen oder die Theorien werden immer mehr und mehr. Immer mehr Leute sagen, dass die DMZ nicht fortgeführt wird. Wen das Ganze interessiert, ich werde gleich das Video einblenden, woher dieses Gerücht überhaupt kommt, wie es dazu gekommen ist. Und ich finde das so krass, dass es jetzt mehr und mehr vorangetrieben wird. Leute
gehen immer mehr davon aus, dass DMZ nicht kommen wird. Wir haben jetzt aber aktuell in Season 5 und Season 5 Reloaded gesehen, dass weitere DMZ-Bundles gekommen sind. Activision hat nie irgendwas gesagt darüber, dass DMZ eingestellt wird. Es ist in der Beta. Also ich persönlich erwarte immer noch den Release zu DMZ. Vielleicht Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Also da ist meiner Meinung nach immer noch alles drin und wir können immer noch auf eine gute Zukunft hoffen. Das ist meine offizielle Einstellung dazu. Ich bin gespannt, was am 5. Oktober gesagt wird, ob wir da mehr Informationen kriegen. Allerdings ist es schon komisch, dass wir mittlerweile sozusagen auf Neuigkeiten hoffen, dass die DMZ weitergeführt wird, was ja völliger Quatsch ist, weil nie irgendwas andeutungsweise auch nur gesagt wurde, dass die DMZ nicht weitergeführt wird. Ja, also es ist wirklich krass, wie sich so ein paar Gerüchte plötzlich verselbstständigen können. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche viel Spaß bei DMZ. Macht euch keine Sorgen. Ich sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.